Hallo, willkommen bei American Baker in Germany, wo die Zutaten deutsch sind und die Bäckerin Amerikanerin. Ich bin Michelle und heute machen wir ein Rezept für Lemon Meringue Pie. Also das ist eine Zitrone Baiser Torte und das, also ich habe vorher ein Key Lime Pie gemacht auf dem Kanal, aber mir ist aufmerksam geworden, dass das nicht das gleiche ist wie Zitrone, also eigentlich ist es leicht anders. Also legen wir los. Wir fangen an mit den Zutaten. Wir brauchen zwei kleine oder eine große Butterkekskrusten oder vorgebackene Piekrusten. 5 Eier getrennt. 1/3 Cup oder 320 ml Wasser. 1 Cup oder 200 Gramm Zucker. 1/3 Cup oder 38 Gramm Maisstärke. 1/4 Teelöffel Salz. 1/2 Cup oder 110 ml Zitronensaft. Das kann entweder 2 großen oder 3 kleinen Zitronen. 1 Esslöffel Zitronenschale oder ca. 1 Zitrone. 2 Esslöffel Butter. 1/2 Cup oder 100 Gramm Zucker für die Baiser. Zuerst die Eier trennen. Dann in einen kleinen Topf Zitronenschale dazu. Dann die Zitrone entsaften. Der Zitronensaft im Topf. Wasser und 1 Cup 200 Gramm Zucker dazu. Salz und Maisstärke dazu. Ich habe die Butter sofort reingetan, aber es wird wirklich am Ende hinzugefügt. Aber es hat auch geklappt, also nicht so schlimm. Alles mit einem Schneebesen kombinieren. Über mittlere Hitze erhitzen. Eigelb zusammenschlagen. Ab und zu mal rühren. Wenn es zum Kochen kommt, langsam ein paar Esslöffel Zitronenmischung zu dem Eigelb, um sie zu temporieren. Dann langsam das Eigelb zu dem Topf unter ununterbrochenes Rühren. Wenn die Mischung zum Kochen kommt, von der Hitze nehmen. Hier ist, wo man die Butter dazugeben soll. Mischung in die Kruste kippen. Ei klar in eine große Schüssel geben und schlagen bis weichen Spitzen. Langsam der Zucker zum Eischnee unter ununterbrochenes Schlagen. Eischnee zu steifen Spitzen.
Eischnee auf den Pie verteilen, wie ihr wollt. Ich wollte, dass es so ebenmäßig wie möglich ist. Backen bei 350 Grad Fahrenheit bzw. 180 Grad Celsius 20 bis 25 Minuten. Kühlen mindestens 4 Stunden vor dem Servieren. In Stücke schneiden. Die Kruste ist am schwersten durchzuschneiden, sonst ist es leicht zu schneiden. Dieser Pie ist großartig. Es hält seine Form und schmeckt super. Fluffiger Baiser auf Säure, Zitrone. Für mehr Rezepte und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakeryingermany.de. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonniert für mehr Rezepte.